Teil 2 in unserer Serie über Propheten und was sie uns heute noch zu sagen haben. Ich möchte euch heute den Propheten Hesekiel vorstellen. Hesekiel, der lebte so circa 600 Jahre vor Jesu Geburt und der lebte nicht in Jerusalem, in Israel, wie viele von seinen Artgenossen. Der lebte im Exil in Babylon, also in babylonischer Gefangenschaft. Und Exil für die Propheten, das war die logische Strafe Gottes für die Art und Weise, wie sie sich verhalten hatten. Und das ist gleich schon mal so eine spannende Aussage. Wenn ich Strafe Gottes sage, was kommt dir in den Kopf? Für die Propheten war das nicht, die hatten nicht dieses Bild von einem Gott, der irgendwie im Himmel auf einer Wolke sitzt und gar nicht darauf warten kann, dass er die Leute für ihre Missetaten bestrafen kann. Die Strafe hatte erstmal ganz wenig mit Gott zu tun, aber auch irgendwie alles. Die Strafe war die logische Konsequenz von deinem Verhalten. Und wenn du dich nicht um die Armen kümmerst, so die Israeliten, die Propheten, wenn die Schwachen dir egal sind, wenn du dich immer nur um dich selber drehst, dann verlierst du deine Heimat, dann wird deine Welt irgendwie ganz, ganz klein und dann landest du irgendwann im Exil, dann bist du nicht mehr zu Hause bei dir. Und so haben die Propheten die Strafe Gottes verstanden. Und Hesekiel, der hat den Auftrag gekriegt, den Menschen, seinem Volk nochmal so richtig einen mitzugeben. Den nochmal richtig zu erklären, warum Gott so pissed off ist mit seinem Volk, warum er das einfach nicht abkann, dass so viel Ungerechtigkeit passiert ist und so viel Egoismus. Und Hesekiel, der zählt in Kapitel nach Kapitel, zählt er auf, was alles falsch liegt und warum dieses Exil die logische Konsequenz davon ist. Und die spannende Frage wäre, was passiert deiner Meinung nach heute, was Gott total nerven würde? Und was wären die logischen Konsequenzen davon? Schön finde ich das so ziemlich gegen Ende seiner Wutrede. Da redet der zornige Prophet Hesekiel auf einmal so ein bisschen leiser. Und dann redet er auf einmal davon, dass ein Neuanfang möglich ist. Und er redet vom Wir. Er redet, wir haben total versagt, wir haben total Mist gebaut. Aber es gibt einen Weg zurück. Und ich gebe euch mal den Schlüssel. Da sagt er Folgendes: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Denkt da mal drüber nach. Das Herz ist ja ein Muskel. Und viele von uns, wir rennen wie wild in Fitnessstudios, damit unsere Muskeln härter werden, nicht weicher. Und Hesekiel sagt, der Schlüssel für dein Herz ist, dass du es weich werden lässt. Dass du auf einmal weinst, wo andere weinen. Dass dir das auf einmal nicht mehr egal ist, wenn Ungerechtigkeit passiert, wenn anderen Leuten das nicht gut geht. Das ist der Schlüssel für einen Neuanfang, für ein gutes Leben, ein weiches Herz. Ungerechtigkeit, die Probleme deiner Mitmenschen, das musst du an dich ranlassen, das muss anfangen, dir weh zu tun. Und die Fragen, die spannend wären, was sind die Ungerechtigkeiten, die dir wehtun? Und hat er recht, der Hesekiel, dass ein weiches Herz, Mitgefühl, eigene Schmerzen dann auch damit, dass das der Schlüssel ist, damit das Leben wieder gut wird und dass Gerechtigkeit passiert. Tschüss.